Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche für ein hoffentlich ganz, ganz leckeres und sogar sehr besonderes Gericht, was man sich aber wirklich einfach herstellen kann. Also man kann es sich schwer machen oder auch leicht. Ich habe nämlich diesmal einen Fertig-Pizzateig genommen, also ich habe ein Rezept im Internet wiedergefunden, das werde ich euch natürlich verlinken, und zwar für die Quiche Basque. Und da ich mir jetzt unsicher war, ich werde es natürlich wieder ein bisschen abwandeln, und war mir jetzt unsicher mit der Menge des Teigs und habe gedacht, ach komm, nimmst du einfach hier so einen Fertigteig. Also in dem Originalrezept ist das nämlich auch angegeben, aber einen gefrorenen, und den nehme ich jetzt nicht. Ja, ich habe hier diese 6er Form, also ist es im Originalrezept nämlich angegeben mit 10 Form. Ich habe hier diese 6er Form von Pampered Chef. Benutze ich heute das erste Mal, deswegen habe ich die auch gut eingefettet und hoffe, dass es auch reicht. Und da ist halt auch ganz praktisch so ein Ausstecher dabei, damit das nämlich genau gleich die richtige Größe hat. Und ja, steche mir das jetzt erstmal aus. Ich hoffe, 6 Stück, das wird passen. Und lege mir die hier schön in die Form rein. Also was hier oben zu viel ist, das kann man ja hinterher dann noch wegschneiden. Erstmal lege ich mir das so großzügig hin. Also was ich nämlich nicht so toll finde, ist, dass bei diesem Ausstecher, der ist irgendwie gar nicht scharf genug, dass man das hier richtig abgrenzt. Also dass man jetzt wirklich diesen Kreis daraus bekommt. Aber naja, ist nicht so schlimm, weil ich ja sowieso jetzt gleich hier oben noch den Rand abschneide. Also ganz davon abgesehen, dass man es natürlich in einer ganz normalen Tartform auch in groß machen könnte. Aber ich finde es jetzt halt gerade schön, hier so eine kleine Form zu haben. Kann man es natürlich auch in so eine Tartlet-Form machen. Naja, schön ist anders. Also das ärgert jetzt schon ein bisschen. Also gut, vielleicht habe ich es zu gut gefettet. Vielleicht ist dieser Teig zu wieder borstig, der zieht sich immer wieder so zusammen, und ich will den ja bis hoch zum Rand haben. Also das ärgert jetzt ein bisschen, da muss ich immer wieder hier nochmal nacharbeiten. Also wie gesagt, der Teig zieht sich immer wieder zusammen und die Förmchen sind offensichtlich sehr gut gefettet, ja, antihaft beschichtet. Und für die Füllung nehme ich hier Zucchini und schneide ihn mir wieder hier in so Streifen, und zwar bis zu den Kernen, also nicht, dass das dann zu nass wird. Und bei mir waren das jetzt 2 kleine Zucchini. Es wurde angegeben mit 300 Gramm. Ich kann jetzt aber gar nicht sagen, wie viel es war. Ich habe vergessen, es jetzt zu wiegen, und bei Aldi war die Waage kaputt, also diese Prüfwaage. Deswegen, ja, da habe ich einfach gedacht, ach, das wird reichen. Dann habe ich eine Zwiebel und 2 Knoblauchzehen. Die werden jetzt auch nochmal gut zerhäckselt. Und verteile mir die hier auf die Zucchini. Jetzt wird bestimmt der Muffel gleich sehr unglücklich, denn es hat gerade schon gedonnert. Ich liebe ja Gewitter, wenn ich nicht raus muss. Aber wenn ich draußen bin, renne ich auch um mein Leben. Aber der Muffel verträgt ja einfach solche Geräusche überhaupt nicht. Da ist er ja eine richtige Mimose. Und ich nehme jetzt hier getrocknete Tomaten. Wobei ich sagen muss, diese getrockneten Tomaten sind softe getrocknete Tomaten. Also nicht, in dem Originalrezept steht nämlich, man soll die einlegen in Wasser. Das ist in dem Fall aber nicht nötig, weil, ja, die sind soft. Ja, in Stücken. Und ich zerkleinere sie nur ein bisschen, weil ich finde, wenn, wie im Rezept angegeben, wenn ich sie da so eingelegt hätte, das würde nur ja, den Geschmack dann wieder, also wenn man dann das Einlegewasser wegtut, ja, dann ist auch so viel von dem Geschmack hier der Tomate wieder weg. Also der Platz ist schon sehr begrenzt mit diesen Förmchen.
Also das nächste Mal würde ich es vielleicht wirklich in einer Tartform machen. Aber ich dachte, das ist jetzt auch gerade so schön als Fingerfood oder dann auch wirklich als Beilage. Ja, deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Aber ich glaube, das nächste Mal in der Tartform ist besser. Also hier ist noch ein bisschen was drin. Das waren 125 Gramm. Ja, ich würde sagen, ich habe ungefähr 90 Gramm davon genommen. Also, das sind schon mal die festen Zutaten. Und jetzt kommt der Käse drauf. Da in dem Originalrezept ist halt natürlich, das ist Werbung für einen bestimmten Käse. Das soll ein Käse sein aus Schafs- und Kuhmilch. Bin ich aber nirgendwo hingekommen, wo so eine Käsetheke ist. Und habe dann aber geguckt und bei Aldi hatten sie tatsächlich diesen Käse, also nicht diesen Käse, sondern in der Art, ja, wirklich abgepackt. Und ja, da habe ich den genommen. Und das waren ungefähr 120 Gramm. Jetzt bereite ich noch den Guss zu und da nehmen wir 150 Milliliter Sahne. Dann nochmal 150 Milliliter Milch. Und zwei ganze Eier und zwei Eigelb. Damit das auch schön gleich stocken kann. Und das wird natürlich auch nochmal gut gewürzt mit Salz und Pfeffer. Den Backofen habe ich jetzt vorgeheizt auf 200 Grad. Und als letztes kommt jetzt der Guss hier noch drüber. Ich habe nämlich noch kleine Muffinförmchen gefüllt. Einfach weil ich dachte, ja gut, der Guss ist glaube ich genug. Und es war ein kleines bisschen auch noch des Käses übrig. Oh, das müsste eigentlich jetzt auch genau hinkommen. So im ersten Schwupp, da denkt man, ach, das ist zu viel, das läuft über. Aber das sickert dann natürlich noch hier ein. Also von der Menge genau richtig. Und ich stelle mir das hier auf den Rost. Und werde das mittlere Schiene ungefähr 25 Minuten jetzt backen. Also natürlich soll der Hefeteig knusprig werden. Und ja, natürlich soll auch dieser Guss stocken. Also deswegen 25 Minuten. Ich mache es dann aber davon abhängig, ob der Guss dann wirklich hart ist. Wenn man so ein bisschen schüttelt, dann merkt man das ja. Also bei 200 Grad mittlere Schiene, Ober-Unterhitze. Ich habe sie jetzt also genau nach den 25 Minuten rausgenommen und ja, hoffe jetzt mal, dass man sie auch aus der Form gut herausbekommt. Das sieht aber wirklich gut aus. Ja, wahrscheinlich so wie der Teig vorher sich auch immer schon lösen wollte. Ja, löst er sich jetzt. Aber dann auch, ne? Ja, der Teig, also der Pizzateig ist auch wirklich gegart. Das spürt man. Und ich hatte einmal nur dran gerüttelt und habe festgestellt, der Guss war auch fest. Also alles genau so, wie es sein soll. Also, nachdem es mich ja wirklich in der Zubereitung ein bisschen geärgert hat, weil dieser Teig sich immer blöd gezogen hat und aber jetzt muss ich sagen, das sieht doch wohl toll aus. Ich finde, das ist jetzt so für mich als Mittagessen super aussieht, aber ja auch als Beilage, wenn man jetzt irgendwie noch was anderes dabei hätte, ja wirklich als Beilage. Und ich finde es aber auch ganz toll, also auf dem Buffet oder gerade beim Brunch, total super. Und da finde ich halt auch klasse, also man muss es jetzt auch nicht in diesen Formen machen, sondern im Muffinform geht es auch total super. Ja, aber natürlich kommt es noch mehr auf den Geschmack an. Ja, ich hoffe, ich verbrenne mich jetzt nicht. Grandios. Wirklich grandios. Die mit den Tomaten, das ist toll, aber auch die Zucchini. Aber dieser Käse, der hat auch wirklich so eine Würze. Ja. Ich habe ja wirklich nur Pfeffer und Salz dran gemacht, aber so lecker. Ja, also das kann man toll warm essen, aber kalt
kann man das auch super essen. Also da bin ich mir ganz sicher. Ja, also das ging auch so toll aus der Form raus. Die wird jetzt nur kurz recht heiß abgespült. Dann ist es auch wieder alles tippitoppi hier. Ja, also ich bin begeistert. Ich hoffe, euch spricht es auch an. Habt Lust aufs Nachmachen. Und sagt dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.